Hallo zusammen zum 35. Teil, sehr kurz erklärt. Ja, wie ihr seht, mein Drehtag ist im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen ins Wasser gefallen. Dann habe ich überlegt, was kann ich heute denn mal für euch Schönes machen und was liegt da näher, als nochmal nach ein paar Wochen uns die Scheibenwischer anzugucken, was macht das Schmierverhalten oder auch nicht. Und darum soll es jetzt in dem Video gehen. Ja, wie gesagt, heute richtig ekelhaftes Wetter bei uns. Eigentlich wollte ich ein paar schöne Außenaufnahmen machen für das Video vom Ateca gegen den Tarraco. Wir hoffen mal morgen auf besseres Wetter. Wie gesagt, deswegen schiebe ich das Video jetzt einfach mal rein zu den Scheibenwischern. Kleine Historie dazu. Ich habe ja zuerst die Werksscheibenwischer gehabt, dann habe ich die Bosch-Scheibenwischer gehabt und jetzt habe ich die SWF drauf. Da ich weder mit den Werksscheibenwischern noch mit den Bosch-Scheibenwischern zufrieden war und dachte, liegt es jetzt am Wischerarm oder liegt es nicht am Wischerarm, das ist auch so eine Ursache, wenn der nicht richtig eingestellt ist, kann es auch zu dieser Schlierenbildung kommen. Das scheint bei mir aber nicht der Fall zu sein, sondern ich habe jetzt für mich wirklich den passenden Scheibenwischer gefunden. Und das möchte ich euch heute einfach nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, Wetter passt ja dazu auch wunderbar, was den Scheibenwischer angeht, die eventuelle Schlierenbildung. Ich blende euch das alte Video noch einmal unten in der Videobeschreibung ein, wo ich die Scheibenwischer gewechselt habe. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, wie es aussieht. Ich habe die Scheibe jetzt mal ein bisschen vollregnen lassen. Ich gehe jetzt mit euch mal ein Stück nach vorne, um zu sehen, wie sieht das aus hier auf der Frontscheibe. Ihr seht richtig schön, alles voll mit Wasser. Ich schalte jetzt einmal die Zündung ein, um mit euch zu gucken, was macht der Scheibenwischer. So, einmal ein bisschen langsamer. Ich hatte dann immer das Problem, dass hier in diesem Sichtfeld ich eine Schlierenbildung von dem Scheibenwischer hatte. Das war sehr, sehr unschön und hat das Sichtfeld wirklich sehr beeinflusst. Ich weiß, dass einige von euch davon auch betroffen sind. Ich kann euch sagen, mit den SWF-Scheibenwischern ist es wesentlich besser geworden wie mit den anderen beiden Scheibenwischern. Ich habe noch ganz zwei kleine Mini-Schlieren auf der Windschutzscheibe, die mich aber nicht stören. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch einmal im Fahrbetrieb an. Wie sieht das komplette Sichtfeld im Fahrbetrieb mit den SWF-Scheibenwischern aus? So, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ich hoffe, man kann die Scheibe gut im Sichtfeld erkennen. Und gucken mal in verschiedenen Geschwindigkeiten, wie verhält sich der Scheibenwischer bzw. die Schlierenbildung. Ja, wie gesagt, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Das gefällt mir sehr gut. Da haben die anderen beiden Scheibenwischer ja einen nicht so guten Job gemacht, sagen wir mal. Aber der SWF, sowohl vorne auch hinten habe ich ihn drauf, scheint für mich die perfekte Lösung zu sein, jetzt nach ein paar Wochen. Ja, wir werden jetzt mal etwas schneller auf der Landstraße, um zu gucken, wie schaut es bei höheren Geschwindigkeiten aus. Auch da habt ihr gesehen, gibt es wirklich keinerlei Probleme. Gleich kommt noch mal eine lange Gerade, da sehen wir es noch mal etwas schöner. Also ja, da gibt es von mir wirklich einen Daumen nach oben. Das war wirklich sehr unschön, wenn man das so im Fahrersichtfeld hat. Ich weiß, der ein oder andere von euch hatte mit dieser Problematik auch zu kämpfen. Mein Vorschlag an euch, probiert doch einfach mal die SWF-Scheibenwischer aus. Das ist keine Werbung an der Stelle. Ich habe mir die selber gekauft, die Scheibenwischer, und probiert. Ihr seht jetzt nochmal bei 100 km/h auf der langen Geraden habe ich keinerlei Probleme im Sichtfeld, was eine Schlierenbildung angeht. Ja, das soll es schon mal mit dem kurzen Samstagsvideo heute gewesen sein. Wenn euch es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe morgen, wie gesagt, auf besseres Wetter und verbleibe bis dahin, so dass ich morgen ein bisschen was noch drehen kann. Das war schon mit dem 35. Teil Seat Ateca kurz erklärt. Ich wünsche euch einen schönen Samstag.